Paukenschlag im VfB-Krimi. Hitzlsperger zieht Kandidatur zurück. Seit Wochen ist beim VfB Feuer unter der Hütte. Grund: die kommende Präsidentschaftswahl. Am Sonntag dann ein Paukenschlag. Von Patrick Hüslop. Stuttgart: seit Wochen herrscht Unruhe beim VfB Stuttgart. Hintergrund ist der Präsidentschaftskrimi zwischen Thomas Hitzlsperger, 38, und noch Präsident Klaus Vogt, 51. Am Sonntag dann der Knaller: Hitzlsperger zieht zurück. Der 38-Jährige veröffentlichte auf seiner Homepage sowie seinem YouTube-Kanal ein kurzes Video. Liebe VfBler, ich möchte euch heute persönlich darüber informieren, dass ich meine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl zurückziehen werde, informiert der VfB-Boss gleich zu Beginn des Clips. Der 38-Jährige mache dies aus Verantwortung gegenüber meinem Verein und meinen Mitarbeitern. Man brauche wieder Ruhe im Verein. Mit meiner Entscheidung will ich jetzt meinen Teil dazu beitragen. Dies sei Hitzlsperger den Fans, dem Verein und sich selbst schuldig. Dann kommt er auf die zurückliegende Ausgliederung der AG zu sprechen und auf das damalige Versprechen gegenüber den Fans, dass bei der Ausgliederung des Profibereichs eure Interessen gegenüber der neuen AG gewahrt bleiben. Daran wolle er nichts ändern. Aber meine Bewerbung hat das nicht genügend berücksichtigt. Hitzlsperger bietet künftigem Präsidenten gute Zusammenarbeit an. Der 38-Jährige verspricht: ich möchte, dass die Mitglieder auch in Zukunft ihrem Verein vertrauen und sich auf ein gegebenes Wort verlassen können. Ich möchte auch die Aufklärung in der Datenschutzthematik voranbringen. Die Schwaben haben seit einem Bericht des Kickers Ende September einen gepfefferten Skandal um weitergegebene Mitgliederdaten an den Hacken. Es sollten Strukturen geschaffen werden, um solche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern, so Hitzlsperger im Video. Der Verein solle so zukunftsfähig gemacht werden. Dabei würden die Ergebnisse des Prüfberichts der Berliner Kanzlei ESECON sowie des Landesdatenschutzbeauftragten helfen. Ich möchte durch meine Entscheidung auch den Druck vom Vereinsbeirat nehmen, versichert der 38-Jährige. Dem dann gewählten Präsidenten biete ich schon heute eine gute Zusammenarbeit an. Wann dieser jedoch gewählt wird, ist derzeit völlig unklar. Nach der überraschenden Kandidatur Hitzlsbergers und dessen Attacken auf Klaus Vogt war bei den Schwaben zuletzt Feuer unterm Dach.